Mein Säckchen ist voll und ich habe hier einige Flops mit dabei, wo ich euch sage, Finger weg, es tut weh. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Finger weg von diesen Produkten und vielleicht ab und zu auch mal ein Produkt, wo man mal genauer hinschauen kann. Ich habe wieder einige Produkte aufgebraucht und aussortiert und ich dachte mir, ich zeige euch die mal, denn hier sind wirklich Produkte dabei, wo ich sage, how? Warum? Und vor allen Dingen, wieso? Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir starten direkt, denn das sind Produkte, ich habe so viel Hoffnung dran gehabt. So viel Hoffnung. Und ich wurde so bitterlich enttäuscht. Starten wir mit Haarpflege. Und da habe ich das hier von Kérastase. Das ist das Genesis Homme Bain de Force Kreatin und irgendwas mit Ingwer. Ist ein Shampoo. Ich hatte mir die komplette Reihe gekauft. Und die war auch nicht schlecht. Aber einfach die Preise sind meiner Meinung nach nicht ansatzweise das wert, was die Produkte am Ende machen. Das war jetzt extra für dünner werdendes Haar und es gab das einmal als Shampoo, was die Haare so ein bisschen sehr stark, wie ich fand, gereinigt hat. Es gibt ja so diese Cleaning-Shampoos und dann gab es noch so ein Booster. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt, außer im Portemonnaie und vor allen Dingen habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Kopfhaut dadurch extrem ausgetrocknet wurde. Also ich weiß nicht, ob es das Kreatin ist oder das Ingwer. Irgendwie die Haut war danach so trocken auf dem Kopf. Und ich musste dann immer mit einem Hyaluronsäureserum an meinem Kopf arbeiten. Und ganz ehrlich, für, ich glaube, 64 Euro hat dieses Dreier-Set gekostet. Das kannst du ja niemandem erzählen. Ich kenne das für 64 Euro. Das sind, ich würde mal sagen, 8 Döner. Das sind 2 Monats-Ration Döner. Es hat lange gehalten. Ich wechsle natürlich auch immer ab, aber vielleicht habt ihr eine andere Alternative zu Kérastase-Shampoos. Ich habe jetzt eins von Monday. Das hier. Habe ich in der Drogerie gesehen. Finde ich super. Das hat, was hat es gekostet? 4,99 Euro. Super. Die Haare fühlen sich toll an. Die Spülung dazu. Super. Ohne dass die Haare danach so fipselig sind. Das ist ja so ein bisschen mein Problem, was ich mit Spülung habe. Hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Dazu gab es auch noch so ein Spray. Katastrophe. Die Haare waren danach wieder fettig. Genauso wie ein Gel und ein. So ein Serum. Hat mir nichts davon gefallen. Gar nichts wirklich leider. Und das fand ich schon recht traurig. Genauso wie ein Produkt, was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat. Und das ist so. Oh, aber ich glaube, da bin ich, weil ich einfach sehr stark selber in der Materie drin bin, so ein bisschen frustrierend für mich gewesen. Ich habe dieses Parfum hier gekauft von Leger, von Lena Gerke. Ich finde sie ja ganz, ganz toll. Ich habe auch das Bodyspray gekauft. Das riecht super. Das riecht ganz, 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 ganz toll. Und das riecht auch irgendwie, wie ich finde, anders als das Parfum. Erstmal der Flakon, unglaublich schön. Die Kampagne, top. Ich habe das gesehen und dachte mir, ja, man muss dazu sagen, das Ganze gehört Coty, ne? Also das ist Coty, den gehört auch Manhattan und den gehört auch Max Factor und so. Ist eine sehr große Marke, die natürlich viel Budget in solche Kampagnen und in das Packaging stecken können. Tolle Flakon, tolles Design, tolle Kampagne, aber der Duft ist einfach 0815 Drogerie. Tut mir wirklich leid. Es riecht nach Blumenmädchen mit 14. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen Playboy-Duft. Kennt ihr das noch? Ganz süß, ganz blumig, wirklich nichts Besonderes. Und ich hätte mir, wenn ich diesen Flakon gesehen habe, oder als ich den Flakon gesehen habe, dachte ich mir, boah ja, so ein bisschen was Amber, ein bisschen was Sandelholziges, so wie die Kampagne irgendwie war. Und das hat das für mich irgendwie gar nicht gesehen. Wäre der in Pink gewesen vielleicht und wäre hier vielleicht eine Blume drauf gewesen, hätte ich es verstanden, dann hätte ich ihn auch nicht gekauft. Es gab leider aber bei mir in der Drogerie auch keinen Tester, deswegen konnte ich ihn noch nicht testen, habe ihn einfach mal blind mitgenommen. Aber also ich muss sagen, die Haltbarkeit ist gut. Alles gut, außer dass der Duft mir persönlich einfach gar nicht gefällt, weil ich auch einfach was anderes hinter diesem Duft vermutet hatte. Das Bodyspray ist gut. Ich benutze das gerne als Raumduft. Ich benutze das gerne mal zwischendrin, um die Klamotten vielleicht so ein bisschen aufzufrischen. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht ganz so umgehauen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt wird's persönlich. Jetzt wird es wirklich persönlich. Und wenn ihr nicht meine tiefsten Intimitäten kennen wollt, dann spult einen kurzen Moment vor. Dieses Shampoo oder Duschgel ist ja alles. Körper, Gesicht, Haare, Rasur. Feuchtigkeit, Motoröl, Felgenreinigung, Unterbodenwäsche. Pass auf. Also, das ist ein Duschgel von L'Oréal Men Expert. Hydra Energy Extrem Sport Duschgel minus 3,8 Grad. Ihr kennt ja meine nicht vorhandene Vorliebe für diese herben Männerdüfte, die immer so nach Sportumkleidekabine riechen. Und ich habe das gerochen und dachte mir, das ist der erste sportlich frische Männerduft,
der mir gefällt. Es riecht toll und es riecht intensiv in der Dusche. Das ist schon fast wie so eine Aromatherapie. Eine ganz, 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 ganz tolle Dusche. Wirklich, du riechst danach noch, das Bad riecht danach. Das riecht richtig, richtig lecker. So, ich darf das Wort hier nicht sagen, was mit S beginnt und mit drei weiteren Buchstaben und X und Y und einem E endet. So, ihr wisst, was ich meine. Es riecht wirklich. So, aber wenn ihr euren Mann quälen wollt, dann sagt ihm nicht, wo er das nicht benutzen darf. Untenrum. Da ist Menthol drin. Und um diese minus 3,8 Grad zu erreichen und diesen kühlenden Effekt zu haben, Freunde, ich dachte mir, ich bin in ein Eisbad gegangen. Aber nur da. Schmerz. Schmerz. Purer, purer Schmerz. Der Duft, toll. Reinigung, super. Du hast dich wirklich sauber danach gefühlt, aber nicht so ausgetrocknet. Unter den Armen, am Körper, ich kaufe mir das wieder nach, weil ich diesen Duft und dieses Erlebnis beim Duschen wirklich gerne mochte. Ich mag die Verpackung, dieses durchsichtige, sehr clean, sehr schlicht, sieht gut in der Dusche aus. Aber bitte, lasst euer. Nee, da darf es nicht hinkommen. Es tut wirklich höllisch weh. Und dann, wenn hier dann auch noch steht Rasur. Das Gesicht möchte ich sehen, wenn du dich rasierst und dich dann damit reinigst. Also muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Muss man wissen. Ansonsten super. Eigentlich hätte ich auch so ein Video machen können mit schlecht und gut in einem. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das mache. Ich habe auch ein bisschen Augenpflege aussortiert, weil ich sie einfach gar nicht mehr benutzt habe. Ich habe hier einmal von L'Oréal Man Expert das Power Age revitalisierende Augencreme. Der Effekt war gut. Es war auch so ein bisschen kühl, ne? Es riecht halt auch, wie ich finde, wieder nach sportlichem Mann. Das will ich nicht in der Augencreme haben. Das hat so in meinen Augen gebrannt und, aber, ne, das kann ich niemandem zum Vorwurf machen. Das ist nur so eine persönliche Einschätzung. Ich trage ja Make-up. Das hat mit Make-up nicht funktioniert. Ohne Make-up gut. Allerdings, bitte, nehmt aus solchen Dingern, aus so geligen Texturen, die ja sehr schnell in so Augenfältchen kriechen und dann im Auge landen, den Duft doch einfach raus. Macht wirklich, wirklich gar keinen Sinn. Im Vergleich parallel dazu kann ich euch aber das oder wem auch immer das empfehlen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings nicht unbedingt nur an den Augen, das ist von Asam, das Magic Care Perfect Eye Serum, patentierte Hyaluronsäurekomplex. Hat ein spannendes Füßchen, war auch so ein bisschen so wie dieser Chirurgenstahl heißt das, glaube ich. Tolle Textur, unter den Augen gut, unter Make-up geht so, aber das als Lippenpflege. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Lippenpflege gewesen, weil die wirklich wie so ein Film, wie so ein Schutzfilm auf den Lippen hinterlassen hat. Die Lippen, du hast richtig gesehen, wie, vielleicht ist das auch nur Einbildung, ne, aber du hast richtig gesehen, wie diese Lippenfältchen so ein bisschen aufgepolstert wurden. Und das ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht rosa, das könnte auch ein Mann, der sehr viel Wert darauf legt, dass ein Produkt nicht rosa ist und nach Blümchen riecht, das hier benutzen, mochte ich sehr, sehr gerne. Das eigentlich auch, aber der Duft war einfach, ne, das ist zu viel, nicht an den Augen, nicht an den Augen. Ich bin da so empfindlich geworden die letzten Jahre über. Als Alternative nochmal das hier dazu. Damit wir nochmal ein kleines Update haben zu meiner absoluten Obsession. Ich weiß nicht, wann das letzte Aufgebraucht-Video war, ist noch nicht so lange her. Wir haben hier drei weitere von den Schemes. Koffein, Augenkapseln. Absolut. Also, ich muss dazu sagen, Schäbens hat mir geschrieben und Schäbens hat mir noch ein paar geschickt. Freundlicherweise ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. I love it. Ich möchte, also ich habe jetzt, glaube ich, für den August und den September genug davon zu Hause. Aber dann Schäbens nicht aus dem Sortiment nehmen, bitte. Love it. Das macht mich wirklich massiv, massiv wütend. Das hier von Milk Makeup. Das ist ein Primer. Also ist es eigentlich nicht. Ich habe das gesehen und dachte mir, ja, Milk ist dadurch bekannt geworden, spannende Texturen, coole Namen und irgendwas Neues zu haben. Hydro Grip Primer, super, gab es damals nicht. Sondern haben sie den Cloud Glow Primer rausgebracht. Kommt in so einer kleinen Flasche, habe ich mich schon gewundert, dass es recht klein ist, sind aber trotzdem, ich glaube, 30 Milliliter, 27 Milliliter drin. Das ist ein Primer, Achtung, als Schaum, dachte ich mir, ja, das ist super, das ist richtig, richtig gut. Und dann machst du es auf deine Haut und das ist weg.
Es zieht dann ein, es hinterlässt weder ein Glow, noch macht das irgendwas mit deinem Make-up. Es fühlt sich an wie aufgeschäumte Hyaluronsäure. Und für den Preis, da muss ich sagen, auch hier gehe ich lieber einen Döner essen. Ich habe schon überlegt, eigentlich könnte ich das jetzt mittlerweile auch als Hautpflege benutzen, weil klar, es spendet Feuchtigkeit, da ist ja auch Wasser und Glycerin mit drin, aber ich sehe da auch keinen richtigen Glow. Ich dachte, dass es so einen richtig glänzenden Film hinterlässt, dass das Make-up lange hält. Es wird nicht klebrig, es macht einfach wirklich, wie ich finde, für mich persönlich gar nichts. Also wirklich, wirklich gar nichts. Es gibt ja so Produkte, da ist der Effekt nicht so stark. Und es gibt Produkte, die machen gar nichts. Das ist so ein Produkt, das. Also, du kannst ja auch einfach 26 €, glaube ich, hat es gekostet, in Münzen auf dein Gesicht kleben und dann hast du fast denselben Effekt. Nämlich gar keinen, außer dass du halt Münzen im Gesicht kleben hast. Oh, da müssen wir kurz einmal drüber reden. Es ist kein Flop, ich liebe die Reihe, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einmal drüber reden. Farm Loves Face, die Marke, ich liebe die. Hyaluronsäure-Serum, eines der besten, was ich kenne. Der Toner, super, super gut. Und auch die Ceramide Organic Chicory Barrier Hydro Cream, super. Aber die ist mir gekippt. Und das kann passieren, das kann ganz schnell passieren. Das hat auch meistens nichts mit der Marke zu tun. Das geht einfach, manchmal passiert das. Das Problem ist, die ist ja sehr natürlich formuliert, ne? Ohne PEGs, ohne dies, ohne das, ohne was so ein Produkt. Also, man muss dazu sagen, es gibt viele Inhaltsstoffe, die sind natürlich nicht unbedingt gut, aber auch nicht unbedingt schlecht, ne? Das ist immer so eine persönliche Einschätzung. Aber die hatten halt mal einen Grund, dass sie da drin sind, dass sie ein Produkt sicherer machen, dass sie ein Produkt stabiler machen, dass sie ein Produkt irgendwie in ihrer Konsistenz zusammenhalten. Und heutzutage ist es halt eher angesehen, dass ein Produkt diese Dinge nicht mehr drin hat. Die Folge daraus ist aber, dass viele Produkte dann einfach auch nicht mehr so stabil. Also stabil heißt nicht, dass es auseinanderfällt, sondern dass es einfach vielleicht kippt, dass der Duft sich verändert. Und da verlasse ich mich eigentlich immer auf meine Nase, wenn ein Produkt riecht. Dann mache ich es weg. Die hat ja keinen eigenen Geruch gehabt oder keinen künstlichen Duft. Die hat diesen typischen Cremeduft gehabt, also ohne zusätzlichen Duft und dann diese Kellernote bekommen. Und dann weiß ich, dann ist das Produkt gekippt. Ich habe das aufgetragen, habe mich dann auch gleich wieder abgewaschen, damit ich keine Reaktion bekomme. Hinten sind ja immer diese Symbole drauf, 12 Monate. Das ist das, was man sagt, dass das hält. Es kann aber auch sein, dass so ein Produkt halt vor dieser Zeit schon einfach umkippt. Ich muss aber auch dazu sagen, diese Creme habe ich bereits im November bekommen. Also es sind jetzt nicht 12 Monate, sondern es sind jetzt, sagen wir mal, 9 Monate gewesen. Das ist okay, kann ich mit leben, war jetzt auch nicht mehr so viel drin. Ansonsten hat mir die gut gefallen, wenn ihr die Hautschutzbarriere einfach ein bisschen stärken wollt. Es tut mir eh so ein bisschen leid, dass die Marke, die hat mehr Zuwendung verdient, wie ich finde. Ja, schaut gerne mal in der Drogerie vorbei, das Hyaluronsäure-Serum und der Toner, ganz, 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 ganz große Favoriten von mir. Ja, kommt hier. Das nehme ich hier noch mit rein. Von Rode, die Skincare-Brand von Hailey Bieber. Hatte ich ja vor einer Weile gekauft und fand das so ein bisschen langweilig. Lippenprodukte, super. Die Blushes habe ich ehrlich gesagt leider nicht probiert. Das in dem Pumpspender, das hat mir gut gefallen. Die Creme, also erstmal für den Preis finde ich die Verpackung unglaublich billig. Hat gar nichts gemacht für mich irgendwie. Hat gut unter Make-up funktioniert, aber dann kannst du auch ein Tegel Nivea Creme nehmen. Diese Nivea Soft Creme hast du genau denselben Effekt. Angeblich sollte die Creme die Hautschutzbarriere restaurieren. Hier, guck mal. Kaufst du dir das von Isana, hast denselben Effekt. Also hat irgendwie für mich nichts gemacht, vor allen Dingen nicht im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich probiere ja schon immer irgendwie aufs Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten in meiner Bewertung, wenn ich über Produkte rede. Und ich glaube, die hat 25, 26, vielleicht sogar 30 € plus dann noch Shipping und Zoll und was weiß ich, würde ich nicht nochmal kaufen. Die Lippen, diese Lip-Treatments, ganz, 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 ganz tolle Produkte. Habe ich auch jeden Tag in Anwendung irgendwie. Aber das fand ich jetzt irgendwie langweilig. Und ich finde die Farbe auch so super, super langweilig, bin ich ehrlich. Aber gut, das ist alles nur persönliche Meinung. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht für Flops hattet in den letzten Wochen. Schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Das hilft natürlich nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Mäusen in der Community. Tauscht euch gerne in den Kommentaren aus. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht für Fehlkäufe in den letzten Wochen hattet. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.